Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Factorio, weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Labur. So. Wieder leer. Naja. Es wird sich alles mit der Zeit einpendeln, das wissen wir. Weil wenn diese Kiste dann voll ist, diese hier, dann wird irgendwann die Kiste voll und so weiter und so fort. Achso, wir wollten mitfahren. Ja, die ist leer. Das hat super funktioniert. 30 Sekunden. Passt, Leute. Ich finde, was der rast, ne? Das ist der Wahnsinn, Leute. Aus Stein. Na, hier müssen wir jetzt noch was ändern. Also wir müssen hier irgendwo eine Brücke reinmachen. Irgendwo muss ein Splitter rein. Irgendwo. So hälftemäßig so. Dann würden wir mal sagen hier. Na, da kommen sie. Die alten Toffen, ja, die vorhin ausgestiegen sind, weil ich mit dem Zug gefahren bin. Schon so ein paar Toffifees. So. Normalerweise sollte das funktionieren jetzt ein bisschen besser. Die hinteren kriegen zwar noch nichts, aber es sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Irgendwann sind unten die ganzen Kisten voll oder die eine nur noch und dann wird er sowieso nicht mehr ganz entladen und dann wird er auch nicht mehr ganz voll gemacht und dann laufen die Kisten voll. Und gut ist die Geschichte. Siehst du, jetzt ist die Kiste voll oder die sind komplett voll. Hier werden nur noch 3 sind noch am Arbeiten. Die sind schon wieder leer. Leck mich am Arsch, wie schnell die das da rausziehen, ne? Das ist schon heftig, wie schnell die Grünen sind. Also das muss man jetzt mal wirklich sagen. Also die Grünen sind echt rabiat, Leute. Also das ist echt schon nicht ohne... Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass hier mehr Kupfer durchgeht, wie ich gedacht hätte. Der legt den nicht ab, ne? Dass das hier Lücken zwischen sind. Ja, die kriege ich nie voll. Also wenn diese hier mal voll wären, das wäre richtig gut. Noch nichts drin. Also das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Da ist wirklich absolut noch nichts drin. Das ist noch absolut lächerlich. Zack. Der hintere ist wirklich wieder entleert worden. Hier kommt zu wenig an, das ist... Ja... Das ist noch nicht so ganz mein... mein Plan. Also hier oben geht es wirklich immer gut ab. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Ich weiß nicht, ob es mehr ist. Der untere ist in dem Sinne schon wieder leer. Ich würde fast schon sagen, ich möchte jetzt einmal bitte... So. Dem bleibst. Ich möchte, dass der jetzt einmal voll gemacht wird. Dann schicke ich ihn wieder los. Hatte ich das denn unten gebaut, Mann? Da auch einfach nur abgegriffen und es reicht. Auch nicht richtig, aber es reicht. Wir sind immer noch... Ja, der Waggon ist voll, aber die Kisten sind immer noch nicht voll, ne? Also das ist... Pff. Möchte er nicht mehr fahren? Ich habe dich auf automatisch gestellt, mein Freund. Ah, alles klar. Nichts drin. Weil die beiden immer noch am Malochen sind. Der ist jetzt voll. Fehlt in dem Sinne nur noch der. Sollte eigentlich hier ein bisschen mehr durchgehen. Alter, der wird den gleich so schnell weggreifen alles, ne? Was habe ich denn? Komm, das falls nicht irgendwo... Ich habe aber hier auch nur... Aber das ist so wie hier. Die zwei sind auch die ganze Zeit zugange. Die hören gar nicht auf zu schaufeln. Ja, aber voll. Versteht ihr? Der ist jetzt schon wieder voll. Außer der mittlere. Der ist jetzt auch voll. Der füllt nur die Kisten auf. Ja, aber jetzt... Guck mal, der ist schon wieder leer. Na gut, da geht nicht viel rein. Also das war's jetzt schon wieder. Ja gut, ist auch voll. Okay. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ist okay, wir fahren jetzt mit nach unten. Das sieht ganz okay aus. Das wird sich schon einpendeln, Leute. Erhoffe ich mir. Also die mittlere Linie, die frisst wirklich. Also das ist ja Wahnsinn. Ja, da ist jetzt die eine komplette Reihe, ist komplett leer, Leute. Was ist denn hier kaputt? Es ist ja der Wahnsinn, was da kommt. Es ist Wahnsinn, was da an Material durchgeht. Das ist echt der Hammer. Wenn ich jetzt hier oben anfange wieder zu splitten, dann haben wir das gleiche Problem wieder. Also vielleicht pendelt sich das ein. Ich weiß es wirklich nicht. Kann sein, muss aber nicht. Ja. Da hätte ich es genau hier umgekehrt machen müssen. Da 3. Und hier 3, da 2. Dann hätte es besser funktionieren können. Aber ganz ehrlich. Dann probieren wir es halt. So. Hier sind 2 Bänder. Dann füllen die das halt auch noch mit auf. Und gucken mal, was dann passiert. Normalerweise sollte ich den jetzt schon entlasten. Also, dass das hier immer noch genauso schnell weggeht wie vorher, das ist klar. Aber es sollte jetzt hier diese Lücke nicht mehr entstehen. Also, wenn die jetzt gleich leer geht, die sollte jetzt gleich leer gehen. Es geht eigentlich, ne? Ich stehe nur dämlich hier rum, ne? Scheiße, aber ich will mir das ja halt angucken. So, jetzt haben wir die komplett erledigt. Und wenn jetzt da eine Lücke entsteht, schiebt er nach. Und dadurch, ja, sollten wir, jetzt haben wir hier eine riesen Lücke. Die wird dann gleich gefüllt in dem Sinne. Plupp, 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 plupp. Ja, und schon ist das Problem eigentlich wieder beseitigt. Ja, also so entstehen wirklich keine Lücken nach oben. Wir entlasten in dem Sinne dieses Band etwas, weil wir hier was mit zunehmen. Es wird ja in dem Sinne von hier genommen, darüber gelegt und wir entlasten, also wir nehmen in dem Sinne von diesen 3 und von diesen 3 und damit sollte das eigentlich super in Ordnung sein. Der Wagen war auf jeden Fall voll. Es läuft, Leute. Also das ist okay. Das, jetzt bin ich damit zufrieden. So, jetzt kommt die Ölplattform, die uns hier fehlt. Ja gut. Das ist... Oh, scheiße. Die Ölplattform, die setzen wir mal dahin. Dann nehmen wir uns das halbe Rohr, was wir hatten. Mein Telefon brummt. Lasst euch nicht stören. Dann nehmen wir das. Aber keine Rohre. Keine Rohre. Oh, da haben wir noch 3 wenigstens. Okay, dann... Ja, das ist okay. Machen wir den so. Und dann nehmen wir uns noch hier das halbe. Da mal weg. Die sind da wieder an. So. Brüchten wir trotzdem noch Rohre, um diese Pipeline damit anzuschließen. Was braucht man denn nochmal für Rohre? Eisenplatten, na gut, dann nehmen wir uns hier oben einfach mal gerade ein paar weg. Ich weiß, wir haben oben auch welche, aber das ist ja jetzt absoluter Bullshit, mir da Eisenplatten zu machen, also bis nach oben zu laufen. Bullshit. So, und dann nehmen wir uns die Rohre. Also. Und klemmen den damit an. Fertig. So, und dann haben wir eine Pumpe mehr. Ist angeschlossen. Oh, die läuft gar nicht. Die laufen hier, ne? Die untere. Die läuft mal mit. Ja. Unser Wasser ist auch wieder voll, da wo wir es weggenommen haben. Sieht doch auch schon ganz gut aus. Das sieht gut aus. Gefällt mir. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir so. So, jetzt hier nochmal gerade gucken. Ja, ein bisschen dran. Gut, das Problem hat sich immer noch nicht vollkommen in Luft aufgelöst, aber es geht irgendwie auch ganz schön viel Kupfer durch. Also das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Es geht wirklich viel, viel Kupfer durch, auch sehr viel Eisen. Gut, wir lassen gerade hier eine riesen, die Atombombe da produzieren. Jetzt habe ich mir hier einen Stau gebaut. Ja, eine Sackgasse gebaut. Egal. Ja, hier ist das Kupfer eigentlich ziemlich gut. Oben auch. Unser Strom reicht. Oh, das ist ja... ja, gut. Eigentlich haben wir immer noch nicht genug... Eigentlich haben wir genug Kupferdraht. Wir haben genug. Wir haben wirklich ausreichend Kupferdraht. Hier unten läuft er runter, da wird es geteilt, aber hier ist das Band in dem Sinne wirklich voll, Leute. Es reicht wirklich. Das hat wirklich nur daran gelegen, weil wir nicht genug Eisen hatten. Diese hier könnten noch schneller arbeiten, ja, das wissen wir ja und die auch. Aber brauchen wir nicht. Hier vorne ist das Band voll. Trotz, dass wir hier wegnehmen für Eisen. Gut, die laufen jetzt auch nicht auf Hochtouren, aber das macht ja nichts. Hier unten haben wir nur nicht genug. Ne? Also das ist, ja. Da müsste man jetzt in dem Sinne beigehen. Ja, noch mehr Kupfer abspeisen. Was wir vergessen können. Ja. Weil dafür reicht es nicht. Normalerweise müsste ich noch eine Kupferproduktion komplett bauen. Also man müsste jetzt das mal genau ausrechnen, wie viele Brennöfen ich bräuchte und für Kupfer. Hier hinten hat man das ja so ungefähr gebaut. Das passt ja nur nicht, oder das Band läuft ja wirklich voll, weil wir ja wirklich hier volle Produktion am Laufen haben. Also da hinten die Grünen, die bräuchten wir eigentlich schon fast gar nicht mehr, weil der Kupferdraht absolut nicht reicht. Also da kann ich mich auf den Kopf stellen, mit dem Arsch fliegen fangen. Hier ist eigentlich alles super. Ja, also das reicht gerade so, aber um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gelbe zu bauen, wo müsste ich das nochmal bauen? Und dann wäre alles super. Ja, weil dann könnte ich das ganze Kram umstellen. Weil hier reicht der komplette Kupferdraht vollkommen aus. Und hier oben bekommen wir einfach zu wenig hin. Würde ich jetzt aber wieder beigehen, davon gehe ich zumindest aus, und würde jetzt den Kupferdraht hier wieder mit oben anschließen, dann haben wir wieder eindeutig zu wenig. Und wenn ich jetzt den hier stoppen würde, ja, wir würden jetzt wirklich mal den wirklich stoppen. Bis dahin. Dann würden die wahrscheinlich auch viel schneller laufen. Und die sind einfach über. So, und deswegen müsste ich mir eine Eisenproduktion, eine Kupferproduktion bauen. Weil ich bin sogar der festen Überzeugung, dass die dann auch schneller laufen. Diese paar, die hier dazu laufen, das ist absolut lächerlich einfach. Das ist wirklich absolut lächerlich. Und wenn ich jetzt beigehen würde, man kann es ja ausprobieren. Also wir würden jetzt beigehen. Oh, 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 oh. Wir würden jetzt wirklich hier das voll mit reinlaufen lassen, werdet ihr sehen, dass das Kupfer dann nicht mehr reichen. Also ich denke nicht, dass es dann reichen wird. Nein, also da sieht man, da wird jetzt das Band wirklich komplett leer. Das bringt uns nichts. Dann haben wir das gleiche Prinzip wie da. Bullshit. Ja, und die laufen nicht mal auf Hochtouren. Also, da wieder cutten. Ja, jetzt haben wir in dem Sinne wieder das Kupferproblem, aber das sollte dann gleich wieder vorbei sein. Gut, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, auf jeden Fall für die Sachen. Man könnte jetzt sagen, weil wir ja hier diese Kupfervorkommen haben, dass ich das nicht mehr hier zusammenfüge. Aber wenn ich jetzt hier noch was wegnehme, aber dann bricht es ein. Weil wir haben so schon eine fast einen Einbruch. Hier. Ja, oder auch nicht. Also hier hinten ist auf jeden Fall genug. Also gut, ich würde jetzt das einfach mal ausrüsten. Wir würden sagen, ich würde jetzt hier hochgehen. Muss ich gar nicht. Ich sage erstmal wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen. Tschüss.